Willkommen, ihr Lieben, bei Mystica TV. Wir wissen, was uns im Leben erwartet, aber wissen wir, was uns nach dem Leben erwartet? Gibt es ein jüngstes Gericht, ein Jenseits? Darüber habe ich schon ein paar Gespräche geführt mit medialen Beratern. Aber heute spreche ich mal auch mit einer medialen Beraterin, aber auch einer Bewusstseinslehrerin, einer Autorin, einer spirituellen Lehrerin mit der wunderbaren Jana Haas. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Schön, wieder bei dir zu sein. Sehr gerne, sehr willkommen. Wir haben schon einige schöne Interviews gemacht. Du bist in beiden Filmen, die Übersinnlichen und Wiedergeburt, mit dabei. Und ich freue mich, mit dir jetzt mal über dieses Thema zu sprechen. Und euch wünsche ich viel Freude. Ja, ihr Lieben. Hallo Jana, grüß dich. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Sehr gerne. Du bist ja wirklich sehr breit aufgestellt in deinen Tätigkeiten als spirituelle Lehrerin. Es geht um Gesundheit, um den Bewusstseinsweg, um die Verbindung zu den Engeln, zu Gott und all diesen Themen. Und heute sprechen wir mal über das Jenseits, über den Übergang ins Jenseits, über ja, das jüngste Gericht. Gibt es so etwas? Wie bist du selbst mit diesem Thema verbunden? Mein medialer Weg begann eigentlich mit der Begegnung mit dem Tod. Mhm. Mit dem Sehen Verstorbener, ihrer unsterblichen Seelen. Und über die Entwicklung meiner Persönlichkeit und Spiritualität breiteten sich die Lebensthemen einfach weiter aus, Richtung Engel, Lebensaufgaben. Und ich merke, je älter ich werde, umso mehr komme ich zurück zu meinen Wurzeln, zum Ursprung meiner hellsichtigen Begabung, nämlich die jenseitigen Welten. Weißt du, als Kind war es für mich Pein, die Welt der Toten zu sehen, weil ich nicht verstand, was wollen die Seelen ständig von mir und gleichzeitig mich in dieser Form in diesem Bereich nicht von Lebenden verstanden gefühlt habe. Ich erinnere mich, wie es mir wahnsinnig schwer fiel, mich im Unterricht zu konzentrieren, während ich mit aller Kraft versucht habe, der Lehrerin an der Tafel zu lauschen. Gelang es mir nicht, weil an der Tafel durch die Lehrerin hindurch ich ständig Seelen verstorbener Menschen sah. Und die standen da an der Tafel und schauten mich fragend an. Wow. Aber da sie ja als Schwingung die Seele keine phonetische Sprache hat, konnten sie natürlich auch nicht sich ausdrücken in ihrer Hilflosigkeit, was sie denn wollten. Und ich als ein 7-, 8-, 9-, 10-jähriges Kind, für mich war die Kindheit wie dauerhaft in einem Horrorfilm zu leben, weil ich mich verfolgt von ihnen fühlte. Und immer wenn ich versucht habe, darüber zu sprechen mit den Lebenden, auf Missverständnisse stoß, wie in der ehemaligen UdSSR war das ja absolut verpönt, über das Geistige zu reden. Es bestand tatsächlich Gefahr der Verfolgung und der Psychiatrie. Und somit war ich immer introvertierter und ich erinnere mich noch ziemlich genau, als ich auf dem Spielplatz stand, also so 8-, 9-Jährige, und ausnahmsweise eine Freundin gefunden habe, mit der ich spielte. Und sie erzählte mir, sie wohne in der und der Wohnung, in diesem Hausblock. Und ich schaute in dieses Fenster und meinte zu ihr, oh, habt ihr einen kranken Verwandten? Geht es jemandem bei euch in der Familie nicht gut? Wieso? Dann habe ich ihr gesagt, ja, der junge Mann, der am Fenster dasteht und ganz todtraurig aus dem Fenster schaut. Sie meinte, nein, das war unser Vormieter. Hm. Und dann hat sie das ihrer Mutter erzählt, dass das der Vormieter war, der aber gestorben ist. Hm. Und das hat natürlich ihnen Angst gemacht und sie durfte dann nicht mehr mit mir spielen. Hm. Und für mich war es natürlich verletzend, abgelehnt zu werden und gleichzeitig erschwerlich, weil für mich
sah und sehen die Seelen verstorbener Menschen genauso deutlich, so wie du jetzt körperlich vor mir sitzt. Die feinstofflichen Welten sind für mich genauso real und greifbar wie die grobstofflichen Welten. Und für mich als Kind damals bewusst zu machen, ich lebe gleichzeitig in zwei Welten. Mhm. Und beide Welten überfordern. Ja, und du kannst mit niemand drüber reden. Und ich kann da keine Antworten und Hilfe bekommen. Und so alle Fragen, die in mir als Kind hochkamen, hatte ich natürlich mir selbst im Laufe des Lebens zu beantworten und mich in diesen beiden Welten zurechtzufinden. Und ich erinnere mich noch, wie ich wirklich, als mir bewusst wurde, das sind zwei Welten und die sind real, für die anderen aber nicht. Wie kann ich die unterscheiden, damit ich mich nicht wieder verplappere als Kind? Und da fiel mir erst beim genauen Betrachten auf, dass die Seele dieses jungen Mannes, den ich sah, der aus dem Fenster blickte, sein Körper durchscheinend war. Mhm. Wie so eine Wolke, durch die man greifen kann. Und eben im Unterschied zu meiner lebenden Freundin, ihr Körper griffig, greifbar war und eben auch die Stimme, die Sprache. Und so wurde mir als Kind nach und nach bewusst, was sind die Unterschiede zwischen diesen absolut realen Parallelwelten für mich. Diese Verstorbenen, die dich angeblickt haben, zum Beispiel in der Schule, was haben sie in dir gesehen? Haben sie sich etwas erhofft? Haben sie schon, ich sage mal, deine spätere Mission erahnt und gehofft, ins Licht zu kommen? Das habe ich natürlich erst später verstanden. Ja. Ich erinnere mich, da war ich bereits schon Anfang 20, als ich das verstanden habe. Und bis dahin habe ich alles dafür getan, um möglichst zu vermeiden, sie zu sehen. Und vor allen Dingen nachts mit Licht geschlafen, um nicht so tief in die Ruhephase hineinzukommen, wo ich wieder in diese Welten hätte hineinrutschen können. Und erst später, als ich dann therapeutischen Weg eingeschlagen habe, angefangen habe, heilerisch mit Menschen zu arbeiten und damals beratend vor 20 Jahren, und die Menschen zu mir in ihren Trauerfällen gekommen sind und ich aus Empathie zu ihnen gegenüber angefangen habe, mich zu trauen, die Fragen an die jenseitige Welten zu stellen, nach ihren Toten zu schauen, begriff ich, was sie eigentlich seit meiner Geburt von mir wollen. Die Seelen suchen nach Orientierung, nach dem Weg ins Licht, aber nicht bewusst. Aber sie spüren inneren Ruf, zur göttlichen Heimat zurückkehren zu wollen. Der Weg dorthin ist ihnen aber nicht bewusst, wenn sie in ihrer leidvoll geprägten Resonanz aus dem Diesseits heraus noch stecken geblieben sind und das Licht nicht sehen. Geht ihr Blick nicht vertikal hinauf, sondern bleibt gewohnt horizontal auf unserer menschlichen Ebene. Und dann sehen sie mein Licht, meine Aura, meine Ausstrahlung, mein Leuchten, welches sicher noch mal intensiver für sie strahlt durch meine hellsichtigen Fähigkeiten, weil ich keine Abgrenzung zu diesen Welten habe. Und dann verwechseln sie mich mit diesem göttlichen Funken, und sie spüren, ich weiß etwas, was sie brauchen, aber wir wissen das auch nicht auszudrücken. Und so verstand ich, diese Seelen brauchen einfach nur Hilfe, Orientierung, Erinnerung und schaue nach oben in das Licht und folge den Engeln. Und als ich das sagte, dieses Gebet, husch, zog es sich hinauf ins Licht und sie verschwanden im Licht. Und sie schwingten sich in eine höhere Bewusstseinsform der Liebe hinein, weil sie sich in ihrer liebevollen Essenz erkannt fühlten. Und ich merkte gleichzeitig, wie gut es mir tut. Plötzlich ergibt meine Gabe und das, was mich so über 20 Jahre eher überfordert hat, Sinn, nämlich Sinn, im Sinne von Mitgefühl und Hilfsbereitschaft. Ich kann damit
den Verstorbenen wie auch den Lebenden helfen, weil die Lebenden sagten auch direkt, oh, jetzt ist es mir leichter auf dem Herzen, jetzt spüre ich den Kummer meines toten Vaters beispielsweise nicht oder die Schuldgefühle gegenüber Mutter beispielsweise nicht mehr. Jetzt spüre ich tief in meinem Herzen, es geht ihm bzw. ihr gut. Und in diesem guten Gefühl lösten sich dann ganz, ganz viele quälende Fragen bei den Menschen auf und damit merkte ich, wie hilfreich und wichtig es ist, zu wissen, dass es unseren Verstorbenen gut geht. Wichtig, seine eigenen Gefühle ernst zu nehmen und auf die Fragen, die in einem drängen, auch wahrlich Antworten zu finden. Und das hat natürlich mich dann auch befreit und irgendwann, wenn mir die Toten sozusagen zu nah in die Pelle rückten, habe ich dann einfach, ohne ständig hinzugucken, einfach dieses Gebet gesprochen und den Weg aufgezeigt und gut war es. Und ich merkte, es ist gar keine Belastung mehr. Interessant. Ja. Und dann, und vor allen Dingen mein Unterbewusstsein hat sich auch daran gewöhnt, sie wollen mir ja nichts. Sie sind eher hilfsbedürftig. Und dann stärkte sich eben auch mein Urvertrauen in dieser Allliebe. Und so gehören schlaflose Nächte bei Licht der Vergangenheit dann ganz schnell gehörten an. Und ich fühle mich in meinen Fähigkeiten sehr begnadet, sehr wohl. Klar. Und das Leben macht Spaß. Und es gibt jeden Tag eine neue Erfahrung, neue Einsicht. Es wird nie langweilig. Ja. Und du hast auch in einem anderen Interview mal gesagt, dass es schon auch für dich ein Lernprozess war, dich zu erden, ganz hier zu sein, auch den Körper, das Leben hier zu genießen und voll und ganz anzunehmen, um dann vielleicht ein noch besseres Medium zu werden, aber so in sich zu ruhen. Im normalen Fall ist es dann so, dass eine Seele, die stirbt, alleine ins Licht findet? Im Optimalfall. Im Optimalfall, ja. Im Optimalfall, ja. Hängt von ihrer Resonanz ab, von ihrem Glaubenssystem. Denn die Welt ist ja immer so, wie das Individuum entsprechend es sieht. Und jede Seele macht den Schritt über die Schwelle ins Jenseits in der Resonanz, in dem Gefühl, mit welchem sie den letzten Atemzug im Diesseits gemacht hat. Und ist die Seele, ist der Mensch im Frieden gestorben? Ist er im Frieden in den jenseitigen Welten aufgewacht? Und im Frieden hat er natürlich sehr schnell in seiner Geschwindigkeit, das kann direkt, das kann ein paar Tage später, ein paar Wochen später sein, Resonanz ins Licht gefunden, weil er sich liebevoll und liebenswert, also gottnah, empfunden hat, göttlich in seiner Seele. Und natürlich gibt es aber genauso viele nicht pflegeleichte Genossen, die nicht im Frieden sterben und die sich nicht liebevoll und liebenswert empfinden, die vielleicht sehr, sehr strafenden Gottglauben haben und bestimmte Vorstellungen, die sie eher schwermütig anstatt göttlich leicht machen. Und dann sind sie eben gewohnt, eher entweder missmütig nach unten zu schauen in ihrer Resonanz oder nur horizontal sich nach den Menschen zu orientieren. Und dann kann der Aufstieg, sprich bis die Resonanz in das Licht geschieht, Monate, Jahre oder sogar Jahrhunderte dauern. Denn die Zeit spielt im Jenseits ja keine Rolle. Es ist ja raumdimensionsfreier Bereich. Raumfreie Dimension. Da jedoch jede Seele natürlich in der Liebe und im Licht zu Hause ist, früher oder später, findet jede Seele ihren Weg ins Licht. Das ist schön. Ja, das ist sehr tröstlich und sehr, sehr wichtig. Ja. Also es gibt diese verschiedenen Dimensionen, vielleicht auch Bewusstseinsdimensionen. Hast du die Fähigkeit, dann auch mal, konntest du mal mit einer Seele mitreisen, um zu sehen, wie diese Welt aussieht? Kannst du das? Ja, das ist meine Hauptaufgabe, wie ich sie sehe.
wenn es um die Aufklärung über jenseitige Welten geht, weißt du? Vor 11 Jahren habe ich alle Kraft genommen, um ein Buch diesem Thema zu widmen, jenseitige Welten. Mhm. Und von all meinen 16 Büchern, die ich geschrieben habe, schreibe ich eigentlich meine Bücher nicht als Eigentherapie, wie viele Schriftsteller das spüren, sondern ich schreibe sie für die Leserinnen und Leser, indem ich auf ihre Fragen eingehe. Weil diese Dinge sind für mich offensichtlich. Jedoch dieses Thema jenseitige Welten, gerade vor 11 Jahren, hatte für mich wahrlich therapeutischen Charakter. Ich konnte sehr viele alte Ängste damit eben auch transformieren und Antworten finden. Interessant, weil du selber nochmal tiefer geschaut hast, genau, in manchen Themen. Mhm. Und dann, 11 Jahre später, habe ich jetzt mein 16. Buch geschrieben, diesem Thema wieder gewidmet, mit dem Schwerpunkt, wie es mit unserer unsterblichen Seele hinterm Horizont weitergeht. Mhm. Ich freue mich, im Februar 2024 das präsentieren zu dürfen. Mhm. Hoffe ich sehr auch bei dir. Sehr gerne. Und da beschreibe ich all die Fallbeispiele, wie ich schon mal helfen konnte, was ich von den Seelen lernen konnte, was ich beobachten konnte. Und vor allen Dingen, was ich persönlich auch ganz besonders spannend finde, diesen konkreten Weg ins Licht. Weißt du, Helena Blavatsky hat zu ihrer Zeit vor über 100 Jahren von diesen jenseitigen Sphären in Form von unterschiedlichen Farbbewusstseinsräumen gesprochen. Rudolf Steiner hat nach ihr über die jenseitige Welten in Form von verschiedenen Himmeln, auch Bewusstseinsstufen, gesprochen. Und 100 Jahre später stelle ich diese Bewusstseinsebenen auch fest, aber nicht im Sinne von Farben, Formen, denn das ist ja immer individuelle Resonanz, sondern im Sinne von Bewusstseinsebenen unserer Seelenbefindlichkeiten, mhm, Emotionen. Und so, manchmal wird ja von Schwingung gesprochen. Ja, es ist das Gleiche, ja, das stimmt. Und so beobachte ich, jetzt ganz grob einzuteilen, wenn die Seele den Schritt ins Jenseits macht, erlebe ich sie meistens in einer sogenannten unseren neutralen Astralebene, dass ich die Seelen verstorbener Menschen in der Aura oder in den Wohnungen ihrer Familienangehörigen manchmal sehe. Weil die Seelen hier in dieser Ebene am vertrautesten sich fühlen, verständlicherweise. Besonders schwermütige Seelen, dessen Emotionen sie niederer schwingen lassen, vielleicht voller Hass, die zieht es so etwas niedriger in ihrer Schwingung hinein, und dann spreche ich von einer sogenannten unteren Astralebene. Und die Seelen oder jede Seele, die irgendwann nach oben schaut ins Licht und sich ebenwürdig fühlt, offen, liebevoll und lebenswert im Licht gegenüber diesem göttlichen Funken in sich bereit ist zu erkennen, denn der freie Wille bleibt auch im Jenseits unantastbar. In dem Moment, wo sie auf das Licht resonieren, schwingen sie sich in die sogenannte dritte obere Astralebene hinein. Und diese obere Astralebene, sie würde ich jetzt mit der alten Sprache zu sprechen, von 7 Bewusstseinsebenen, Himmeln, bestehend, das kennen wir auch aus der Theosophie, diese Siebenheit. Ja. Mhm. Und ich erlebe, dass in jeder Bewusstseinsebene die Seele sich mit eigenen Fragen und Emotionen konfrontiert fühlt, mit der eigenen Erkenntnis, mit dem eigenen Verständnis, mit der eigenen Vergebung, mit der Qualität des Vertrauens, mit der Fähigkeit des Mutes, mit der Notwendigkeit des Loslassens, der alten Resonanz, um auf dem 7. Himmel
in sich der Liebe bewusst zu werden, die sie in Wirklichkeit als göttliche Seele ausmacht. Hm, wunderschön. So ganz ja. Ja, kurz und, gesagt. Ich vermute, wenn wir es schon schaffen, in diesem Leben einige dieser Themen ein bisschen zu transformieren, dann ja, sind wir schneller in der Liebe. Ne? Wir sind in einer leichteren, liebevollen, nicht frustrierten Resonanz. Und wenn ich jetzt einen lieben Freund habe und so und ich weiß, er liegt im Sterben und er ist voller Groll und Traurigkeit und so, ist es dann sinnvoll, wahrscheinlich und hilfreich für diesen Menschen zu beten und ihm sozusagen zu wünschen, dass er noch in diesem Leben irgendwo ein bisschen sich der Liebe wieder öffnet? Absolut, ja. Weil es ist wie Telepathie. Mhm. Du schwingst ja, denn dein Körper ist ja auch maximale Verdichtung der Energie mit seiner Seele. Deine Zwillingsteilchen sind gerade auch in diesem Falle gleichzeitig bei diesem sterbenden Freund und seine bei dir als diese Gedankenübertragung, Information. Und auch das nicht mal laut ausgesprochene, die tatsächlichen Gefühle und Gedanken auf der unbewussten und auch überbewussten Ebene erreichen entsprechend diese Persönlichkeit und wirken. Wirken selbst auch im Jenseits und darüber hinaus. Schön. Und kein guter Gedanke geht jemals verloren, selbst wenn man nicht den Eindruck hat, dass dieser Mensch deine guten Gedanken gerade was genützt haben. Aber das macht nichts, sei dir sicher. Es wird ihm wie so einen Lichtschub geben, spätestens im Jenseits, sich selber als liebevoll und liebenswert wieder zu erkennen. Mhm, schön. Das glaube ich auch, das fühle ich auch so. Und eine Seele im Jenseits, wenn sie jetzt auf einer Zwischenstufe ist, lernt die Seele eigentlich auch im Jenseits? Weil es gibt ja manche, die sagen, nein, man lernt nur hier auf der Erde, aber mein Gefühl ist auch ein anderes. Es ist so, dass die intensivste Form der Selbsterfahrung und der Erweiterung seines seelischen Potenzials natürlich im Diesseits ist, weil wir hier die Sinneserfahrungen haben. Mhm. Wir können uns hier umarmen und ganz andere Empfindungen erleben und uns anders kennen, sich selbst anders kennenlernen. Mhm. Wir können auch hier wütend sein und uns ganz anders kennenlernen. Ja, wir haben auch einen Körper, der zeigt uns dann schon, wenn wir uns all diese Sinneserfahrungen, Geschmackssinn, Tastsinn, Hör-, Sehsinn, all das sind sozusagen diese physischen Sinneserfahrungen sind erweiterte eigentlich Sinne unserer feingeistigen Sinnfähigkeiten. Doch, und deshalb all das, was wir hier an Erfahrung mitnehmen, das ist unfassbar kostbar für unser Seelenreich, inneres Seelenreich. Im Jenseits reflektieren wir uns überwiegend, weil wir da nicht an Raum und Zeit gebunden sind und sogar bei Bedarf nicht nur diese Inkarnation reflektieren, rückwirkend, sondern bei Bedarf, wenn nötig, die Zusammenhänge aus früheren Inkarnationen und Begegnungen auch betrachten können, bei Bedarf. Und aus dieser überpersönlichen, jenseitigen Ebene sind wir einfach viel mehr imstande zu begreifen, wozu unsere bisherigen Erfahrungen uns an Fragen angestoßen haben. Im Jenseits reflektieren wir uns also mehr und über diese Selbstreflexion lernen wir natürlich ebenfalls. Man kann nicht grundsätzlich etwas nur pauschalisieren. Ja, verstehe ich. Ja. Und jetzt wird manchmal gesagt, was für mich sich auch nicht ganz richtig anfühlt, aber wer weiß, es wird gesagt, es gibt sozusagen eine göttliche Überseele und da gibt es aber mehrere zum Teil parallel laufende Inkarnationen, während mein Gefühl eher ist, dass es schon eine individuelle Seele ist, die von Leben zu Leben sich weiterentwickelt und schon als individuelle innere Persönlichkeits göttlicher Kern bleibt. Ich weiß nicht, ob du mich da... Ich würde dir in diesem Bereich zustimmen. Ah ja, okay. Denn es gibt wahnsinnig viele Fantasien. Ja. Science-Fiction-Vorstellungen, weil es einfach alles unterhaltsam ist. Mhm, und vor allen Dingen, je komplexer ein Thema ist, je
schwieriger es ist, wirklich nachvollziehbare, umsetzbare, vertrauenswürdige, das sind meine drei Selbstüberprüfungsregeln, Antworten auf Komplexität des Lebens zu finden, umso mehr neigt der Mensch natürlicherweise dazu, in die Fantasiewelten, in oberflächliche Vorstellungen zu entgleiten. Ja, das passt total gut zu dem, was ich neulich gehört habe. Irgendjemand hat auch mal ein bisschen die Wissenschaft angezweifelt und hat gesagt, vieles, was die Wissenschaft nicht erklären kann, da haben sie halt die Parallelwelten erfunden. Ah, das ist durch Parallelwelten erklärbar, weil es einfach noch nicht anders erklärbar ist, weil man natürlich immer alles erklären will. Aber mein Gefühl ist auch nicht, nein, ich glaube nicht an parallele, ähnliche Welten. Ne? Ja. Natürlich gibt es die Parallelität schon, verschiedene Dimensionen, die miteinander in Verbindung sind. Aber ja. Weil ich finde, das ist nicht unsere Baustelle. Ja. Was können wir schon wissen? Ja. Ja. Lassen wir die Kirche im Dorf. Aber, ja, ich dachte, ich sag's und, mal so. Mir geht es nicht um Recht haben und in diese nicht nachvollziehbare, und nicht umsetzbare genau. und nicht vertrauenswürdige Vorstellungen begebe ich mich gar nicht hinein. Ich investiere meine Zeit eher in die Dinge, die den Menschen wirklich Hoffnung und Orientierung schenken. Und da geht es mir nicht um Rechthaberei, sondern dass es den Menschen hilft. Weißt du, ich habe in meinem kommenden Buch, in meinem vorherigen Buch und in meiner Online-Ausbildung zum kosmogetischen Trauerbegleiter so viele Fallbeispiele bereits erläutert. Und trotzdem bei jeder Begegnung mit fragenden Menschen kommen neue Fallbeispiele, weil jeder hat mal Trauer erlebt, Verlust etc. Und ich würde dir gerne von ein paar Fallbeispielen erzählen, dass du das ein Gefühl dafür bekommst, worum es mir beim Thema Jenseits geht. Das hast du meine nächste Frage erahnt, weil das wollte ich tatsächlich jetzt also fragen. Also es geht mir gar nicht um dieses Spekulative oder um Spektakel, sondern um Seelentrost. Sehr schön. Ein sehr, finde ich, amüsantes Beispiel ist eine Seminarteilnehmerin im reifereren Alter ist nach dem Seminar zu mir gekommen und meinte, während wir hier diese spirituellen Inhalte hindurchgehen, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, mein verstorbener Mann, der vor einem Jahr unerwartet starb, an meiner Seite ist. Und ich möchte dich fragen, ist das so? Weil ganz viele Menschen spüren ihre lieben Verstorbenen, spüren diese Verbundenheit. Sie wissen tief in ihrem Inneren, dass das individuelle Bewusstsein nicht einfach ausgelöscht wird mit dem letzten Atemzug. Und ich kenne ja die Menschen in der Regel nicht so nah und damit ohne etwas Näheres zu wissen, habe ich einfach mit meinem ruhigen, hellsichtigen Blick in ihre Aura geschaut und die Seele ihres Mannes an ihrer Seite gesehen, so wie er ausgesehen hat, nur durchscheinend. Und das Interessante war, auch die Seelen gestikulieren in Symbolen, sie in ihrer Schwingung zeigen können, die auch symbolhaftig sein. Und er hielt, überraschend für mich, weil ich das so nicht kannte, einen roten Rosenstrauß in seinen Händen. Und er übergab es seiner Gattin. Und in dieser Gestik wusste ich seine Botschaft. Und ich habe sie laut kundgetan. Ich werde nie aufhören, dir rote Rosen zu schenken. Süß. Und für mich war das schon, für meinen Geschmack, fast schon zu plakativ. Aber es war so. Und ich habe meinen Mut gesammelt, ihr das so unverfälscht auch kundzutun. Und sie fing an, befreit zu weinen. Und sagte zu mir, ich weiß. Ich so, was weißt du? Sie sagt, das war unser Ritual. Zu jedem Hochzeitstag, auch nach 40 Jahren Ehe, hat er rote Rosen geschenkt. Und ich habe ihm schon bei den letzten Hochzeitstagen gesagt, jetzt hört doch auf, wir sind schon so lange verheiratet. Und er hat nie damit aufgehört.
Und das war so ein Liebesbeweis für eine unsterbliche Liebe. Und diese Frau, sie ist einfach aufgeblüht. Ich habe sie danach nochmal gesehen und nicht von Trauer war ihr Gesicht entsetzt, sondern ja, sie war wie neu geboren, sie war fröhlich. Ja, das ist ja wunderschön, sich geliebt zu fühlen. Wunderschön. Diese Verbundenheit zu spüren zu einem geliebten Menschen, denn diese Freude gibt ja auch Kraft, weiterzumachen. Und dabei bremst sie ihn nicht auf dem Weg ins Licht aus, wenn diese zwei Menschen diese Nähe noch brauchen, dann ist das auch gut so. Ist auch schön, was du sagst, wird auch manchmal falsch vermutet. Wenn ich zu stark an einen Verstorbenen denke, halte ich ihn auf seinem Weg. Na, wenn ich ihn lieber an einen Menschen denke, egal ob er lebt oder nicht, es ist gut. Ja. Und hast du ihn auch wahrgenommen, dass es ihn auch natürlich wahrscheinlich gefreut hat und gut getan hat? Ja. Also nimmst du sozusagen beide Seiten wahr? Da hast du recht. Ja, auf jeden Fall. Es ist unglaublich befreiend und tröstend und versöhnend, auch für die Verstorbenen, gehört zu werden und zu sehen, ihre Botschaft ist wirklich angekommen. Weißt du, es gibt ja auch andere Typ Menschen natürlich. Ich sage immer, Tote sind, erwachsene Tote sind oft genauso stur wie Lebenden. Ich muss immer eher aufpassen, nicht in Diskussionen hineinzugehen mit ihnen, kostet nur Zeit. Das ist unnötig, denn es geht ja letztendlich um die Botschaft der Liebe und nicht um das Ausdiskutieren von Liebe. Weißt du, ich hatte jetzt letzte Woche einen Vortrag und nach dem Vortrag, da ging eigentlich um meine Biografie, aber da ich auch Nahtoderfahrungen hinter mir habe, fühlen sich die Menschen so angesprochen, mich in diese Richtung etwas fragen zu dürfen. Und eine Frau, ja, vielleicht so in mittlerem meinem Alter, kam und bei der Signierung und meinte, so darf ich ganz höflich sie kurz fragen, wie es meinem verstorbenen Vater geht, denn das bereitet mir Kummer, weil wir nicht die Möglichkeit hatten, es ging einfach nicht, was auch immer das bedeutet, ne? Abschied zu nehmen. Mehr wusste ich nichts. Ich habe die Frau zum ersten Mal gesehen. Und dann sah ich die Seele ihres Vaters vor ihr, also noch in unserer Astralwelt, also noch in unserer Resonanz. Und er war so ein älterer, ganz mürrischer Herr und er lief so, kreiste so wie ein wilder Tiger umher und ganz mürrisch, ganz so trotzig. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, er ist da und er hat sich noch nicht fortbewegt. Es geht ihm so wie auch zu Lebzeiten, nicht gut, nicht schlecht, das ist, wie es ist. Und dann habe ich ihn beschrieben, dann meinte sie, ja, so war er. Dann habe ich ihr gesagt, sprich mir bitte innerlich nach. Und dann habe ich Folgendes laut ausgesprochen für sie, weil seine Seele hört auf ihn. Ich bin ja für ihn nicht von Bedeutung. Ja. Lieber Vater, deine Reise im Diesseits ist zu Ende gegangen. Nun bist du eine neue Reise angetreten ins Licht. Jetzt wende dich zu deinem Schutzengel, nimm sofort seine Hand, schau nach oben ins Licht und folge den Engeln. Und er hat, so mürrisch wie er war, er brauchte diese klare Ansage. Kein Tü-tü-tü, sondern klare Ansprache. Er hörte sie, er fühlte sie. Auch wenn er mürrisch war, spürte er ja Liebe seiner Tochter gegenüber. Er schaute zur Seite er kannte plötzlich nach einem Jahr circa im Jenseits seinen Schutzengel. Ganz vorsichtig reichte ihm die Hand und dann hielt er die Hand seines Schutzengels bildhaft gesprochen fest und er ließ sich
leiten, er ließ sich tragen. Und je höher er ins Licht ging, in diesen neuen Bewusstseinszustand von einer seelischen Ich-Bin-Kraft, genau in dem Moment spürte auch seine Tochter, obwohl sie das hellsichtig ja nicht sehen konnte, eine unglaubliche Entlastung, Leichtigkeit und Abschied. Und es war für sie sehr, sehr erfüllend, auch wenn sie sich gerade in letzter Zeit zu Lebzeiten nichts zu sagen hatten, aber jetzt das Bedürfnis erfüllt zu haben, eben etwas Gutes getan zu haben, ihre Liebe auf diese Weise gezeigt zu haben. Und dann ist sie im Licht in dieser oberen Astralebene verschwunden. Und das bedeutet, sie bleiben in Verbindung, aber nicht in Form von Resonanz von Schuld und Sühne, sondern in reiner Liebe. Und denn es ist ja nur Bewusstseinswechsel. Aber es ist ja keine wirkliche räumliche Distanz. Es ist nur eine feinstoffliche Ebene. Und damit über die Liebe, über diese absichtslose, reine Form der Resonanz sind sie verbunden, einander fördernd, nicht einander mit Kummer, mit Gräuel belastend. Hm. Darum geht es. Das ist wunderschön und das ist auch sehr, sehr tröstend. Das heißt, wir tun eigentlich uns, aber auch unseren Liebsten in der jenseitigen Welt Gutes, wenn wir hin und wieder liebevoll an sie denken, mal für sie beten und eine Kerze anzünden. Das kommt an. Wie heißt es so schön? Der Mensch ist erst dann tot, wenn niemand mehr an ihn denkt. Hm. Und tatsächlich über den Gedanken, denn die Energie folgt ja unseren Gedanken, bleiben wir verbunden und senden wir Gutes, Liebevolles, Versöhnendes aus, kehrt dies auch überwiegend zu uns zurück. Mhm. Und die Herausforderungen, die natürlich trotzdem im Leben ab und zu geben darf und wird, die aus unserem gütigen Charakter, aus unserer liebevollen, weisen Lebensphilosophie, haben wir auch die Kraft, die Klugheit, und die Weisheit, lichtvolle Lösungen in allem finden zu können. Und deshalb ein gütiger Charakter im Diesseits wie auch im Jenseits ist ausschlaggebend. Mhm. Weißt du, wenn ich ein bisschen überspitzt sagen darf, auch ein Arsch kommt in den Himmel. Ja. Ja. Und weißt du warum? Wir leben ja in dieser alten totalitären Vorstellung, gute Menschen kommen in den Himmel, böse Menschen kommen in die Hölle. Gibt es überhaupt Himmel und Hölle? Ja, was ist das? Ja. Und das ist natürlich ein alter Zopf, der auch aus der Einfachheit heraus des Intellektes entstanden ist, weil die Komplexität des nicht Greifbaren natürlich einem verborgen bleibt. Mhm. Und das Thema ist ja, das Göttliche, dieses Bewusstsein der Allliebe ist ja in uns. Das Göttliche ist nicht getrennt von uns irgendwo. Es ist ein Bewusstseinszustand in uns, jetzt im Diesseits und auch in uns, dann in unserer Seele im Jenseits, nach wie vor. Und unser aller Seelencode ist die Liebe. Das heißt, wenn ein Mensch, der nicht gerade im Diesseits eine Glanzleistung erbracht hat in seinem Charakter und in seinen Werten, völlig egal aus welchen Gründen, ne, wird im Jenseits nicht verurteilt, nicht bewertet. Es gibt keinen strafenden Gott und keine strafende Instanz. Ja, genau. Ja. Es ist alles eine Frage der eigenen Resonanz. Mhm. Ist, sobald die Seele, egal wie sie drauf war, imstande zur Einsicht, zur Liebe, zur Vergebung, zur Versöhnung, ist sie im Licht. Wir können uns also im Diesseits das Paradies erschaffen, indem wir unsere Herzen öffnen. Yes.
Paradies ist also ein Zustand und nicht ein Ort. Mhm. Wir können uns genauso auch im Jenseits, wir können uns auch im Diesseits die Höhle auf Erden erschaffen durch unsere Verbitterung oder Furcht. Genau. Und genauso ist es auch im Jenseits. Die Höhle ist kein Ort, sondern hausgemacht, das feststark stecken bleiben in einer negativen Emotion. Negativ im Sinne von fernab von Liebe. Mhm. Und da, wenn wir gewissen Funken an Liebe spüren, können wir natürlich auch mal sauer sein, können wir auch mal irritiert sein. Aber es bleibt trotzdem die Liebe, die unsere Welt zusammenhält. Und halten wir diesen Fokus im Diesseits, in unserem Charakter und in unserer Grundphilosophie, das ist für mich nämlich Spiritualität. Dieses Bewusste, sich mit einer höheren Kraft der Liebe verbunden zu sein und allem auch nachträglich diesen liebevollen Sinn geben zu können. Das ist für mich Spiritualität und nicht irgendein Obrigkeitsgefühl irgendjemandem oder etwas im Außen gegenüber. Das Göttliche ist in mir, ich bin im göttlichen Licht, in diesem Urvertrauen, wer kann dann gegen mich sein? Mhm. Also dann fühle ich mich in allem beschützt und allem gewachsen. Und deshalb auf die Frage vielleicht, wer oder was entscheidet, ob ich in die Hölle komme oder ins Paradies, selbstverständlich ich selbst. Also sehr berührend und vielen Dank, dass du uns an die Essenz erinnerst. Wir sind ja letztlich alle Liebe. Ja, ja, man muss darüber sprechen. Eigentlich spüren wir das alle tief in unserem Inneren, dieses himmlische Wissen, womit wir, was in unserer Seele ja innewohnt, womit wir ja schon in diese Inkarnation angetreten sind. Aber wir haben keine Vorbilder, wir haben keine Lichtgestalten, die Mut haben, alten Zopf zu hinterfragen und die Philosophie in ein neues Bewusstsein, auf einen neuen Level zu bringen, der modernen, gegenwärtigen Zeit entsprechend, wo es um die Stärkung eines Individuums geht und nicht um die Unterjochung eines Individuums zugunsten einer Instanz, eines autoritären Regimes. Was wir ja auch schon oft erlebt haben. Mhm. Und vielleicht noch, um über die Liebe zu sprechen, um in dieser wunderbaren Schwingung zu bleiben. Liebe ist ja sozusagen nicht nur ein Gefühl, ein sich dem ergeben, sondern man ist dann ein Liebender, eine Liebende. Das heißt, es ist eine Aktivität, die aus der Liebe heraus entsteht. Liebe ist eine innere Haltung. Das ist schön gesagt, ja. Ein Seminarteilnehmer meinte mal zu mir, und er war Arzt vom Beruf, als wir dieses Thema bearbeitet haben, er schaute mich so an und mitten in der Gruppe sagte er ganz geschockt, jetzt verstehe ich, warum es in meinen Partnerschaften nicht funktioniert, weil ich die Liebe falsch definiert habe, ausschließlich als ekstatische Feuerwerk, also eine Möglichkeit, sich das vorzustellen. Gestaltende Liebe und selbstverständlich Dauerorgasmen können in keiner Partnerschaft dauerhaft sein. Ist auch irgendwann anstrengend vielleicht. Es ist ja nur ein schöner Ausdruck der Liebe. Richtig. Aber Liebe, wenn wir darüber als Grundphilosophie sprechen, ist wahrlich eine Entscheidung und zu einer inneren Haltung jedem und allem und vor allen Dingen sich selbst gegenüber. Und er konnte dann verstehen im Seminar, dass Liebe nicht nur Power sein muss, sondern Friede, Ruhe, Stille, auch in einer Partnerschaft als Gefühl, wie von angenommen sein, wie nach Hause zu kommen, wirklich zu jemandem dazuzugehören und nicht nur um jemanden zu erobern. Mhm. Und auch sich selbst lernen, anzunehmen und zu lieben. Mhm. Ja, also es gibt ja viele Menschen, die sind sehr kritisch sich selber gegenüber. Das kenne ich auch aus meiner jüngsten Vergangenheit. Natürlich. Und ist da Menschen einfach doch Frieden. Ja, das, wir sind doch Menschen. Ja, wunderschön. Ist so schön, weil du ans Wesentliche erinnerst. Und das ist wunderbar. Es dreht sich alles um die Liebe. Ja. Weißt du, woher ich den Mut habe, diese konservativen Begriffe wie Paradies und Hölle und jüngstes Gericht hinterfragen zu können, aus meiner Biografie. Mhm. Alles hat ja
jede Medaille hat zwei Seiten. Das liegt ja an einem selbst, wohin man seinen Fokus richtet. Weißt du, ich bin ja in der ehemaligen UdSSR in einem nackten Atheismus, Kommunismus groß geworden. Und das bedeutet nichts anderes als im Materialismus. Das heißt, Gott, die Werte waren rein Materie, Anerkennung und Gehorsam im Außen. Und als ich dann nach Deutschland kam im Teenageralter mit 12, 13, bin ich mit Religion überhaupt in Verbindung gekommen. Und diese Schlagwörter, über die wir gesprochen haben in der Religion, konnten mich als Teenager natürlich nicht überzeugen, wie unbefleckte Empfängnis und Sünde und alles Mögliche. Aber was mich sehr berührt hat, war Gemeinschaftssinn. Ich war eine kurze Zeit lang in einem katholischen Mädcheninternat. Ja, das ist im Christentum einfach ein hoher Wert. Und dieser Zusammenhalt auch in der Klasse, auch diese gemeinsamen Rituale wie ein Gebet, diese Stille, dieser Raum der Besinnung, das war dieses Heilige, das war wunderschön. Und als ich eben in meinem Erwachsenwerden durch meine Hellsichtigkeit und durch dieses, ja, diesem aufrichtigen Interesse, was ist dieses Heilige hinter diesen Gebeten, hinter diesen Ritualen, Sonntagskirchen, Sonntagsmessen, Kerzenritualen etc., mich auf den Weg gemacht, das zu erkunden, konnte ich natürlich ganz unvoreingenommen in meine Hellsichtigkeit hinter diesen Worte hineinschauen. Wie erklären die Engel dies? Wie reagieren sie auf diese Begriffe? Und wo sind die Irrtümer? Wo sind die Chancen? Und weißt du, ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch der Begriff jüngstes Gericht ein menschenerdachtes Konstrukt ist, wie natürlich das meiste, selbstverständlich. Wir sind Menschen, wir brauchen Konstrukte und Vorstellungen. Solange die unsere Freiheit und Heilung dienen, ist das wunderbar. Wenn sie uns aber unterjochen, ist das natürlich dämlich. Absolut, ja. Ja, oder unsinnig, das politisch Korrekte nicht auszudrücken. Und ich habe nämlich von Erzengel Michael gelernt, dass hinter dem Begriff, hinter negativ besetztem Begriff jüngstes Gericht etwas ganz Heiliges, Reines, Versöhnendes liegt. Ich habe Seelen auf diesen Ebenen ins Licht beobachtet, in ihren Bewusstseinsprozessen. Und ich erinnere mich, auf einer der oberen Astralebenen, in dieser Bewusstseinssphäre der Vergebung, konnte ich eine Seele sehen in dieser Phase, und wo sie ihre Lebensrückschau machte mit dem Schwerpunkt dessen, wo sie noch nicht vergeben konnte. Und nicht vergeben können wir, wenn wir noch ohnmächtig sind, weil wir etwas nicht verstehen. Und aus dieser überpersönlichen, jenseitigen Sicht konnte die Seele sich mehr in die anderen hineinversetzen und plötzlich gnädiger sein, konnte auch mehr sich selber reflektieren und konnte auch mit sich plötzlich nachsichtiger sein. Das sind ja all diese Tugenden, die uns oft schwer fallen in der Selbsterkenntnis im Diesseits, aber das bedeutet für mich bodenständige Spiritualität, genau das jeden Tag bewusst zu leben. Das macht Spaß, weil es heilend ist, befreiend. Und in dem Moment, in dieser Bewusstseinsebene, wo diese Nachsicht, wo diese Güte, wo dieses gnädig sein können und lieben können in der Seele spürbar war, konnte ich sehen, wie Erzengel Michael Licht in seinem feurigen, erwärmenden Licht diese Seele einhüllte und ausstreichelte. Und dieser alte Schmerz in diesem heilsamen Feuer verbrannte, und aus diesem Feuer, aus diesem Schmerz ein Licht der Hoffnung wurde und die Seele so richtig
versöhnend, vergebend durchatmen konnte und loslassen, das, was sie zu Lebzeiten schon schwer gemacht hat, wie auch im Jenseits. Und das jüngste Gericht bedeutet auf keinen Fall dieser Vorstellung, man habe sich vor jemandem, vor irgendeiner Instanz zu rechtfertigen. Die einzige Instanz, vor der man sich zu rechtfertigen hat, sind wir selbst. Wir haben diese, indem wir diese Antworten in uns selbst finden müssen, indem wir bereit sein müssen, auch gnädig zu sein und zu vergeben. Denn Vergebung ist ein Akt der höchsten Form von Intelligenz, nämlich der Liebe. Und auch das können wir alle schon im Hier und Jetzt tun. Genau. Und da ist es nur, glaube ich, dann auch wichtig, eben, wie du schon sagst, nicht streng, sondern liebend mit sich, sich das alles anzusehen, anzusehen, annehmen. Ah, das ist ein Teil von mir, ich lasse los, ich vergebe. Ja. Wunderschön. Und letztendlich gehört das doch auch zu unserer Kultur, auch wenn wir hier auch über den alten Zopf ein bisschen geschimpft haben, berechtigterweise. Aber immer wieder, gerade wenn ich ganz besonders tiefe Selbsterkenntnisse erlebe, spüre ich, wie aus meinem Herzen dieser Ursatz, wie ein Urton hochkommt, Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist so befreiend, dann fällt wirklich alter Gräuel auch unbewusster ab und diese Faust in der Tasche und das Leben erlebe ich dann als Segen und nicht als Kampf. Ja, ich habe auch das Vaterunser wieder für mich entdeckt, weil da so viel hohe Schwingung und so viel Weisheit drin ist. Ja, das schade, ist einfach wunderbar. Kann es nicht. Schaden kann es nicht. Nein. Auf keinen Fall. Kann man immer machen. Immer gutes SOS-Gebet. Ja. Wunderbar, sehr schön. Danke dir für dein Interesse, lieber Thomas. Ja. Immer ein Vergnügen, bei dir zu sein. Dito. Und es ist wieder so eine Tiefe da jetzt entstanden in diesem Gespräch. Wir landeten bei der Liebe. Wer hätte das gedacht? Wir sind in Liebe. Ich danke dir sehr. Wunderbar. Alles Liebe dir. Bin gespannt auf deine weiteren Werke, über die wir natürlich auch berichten werden. Merci vielmals. Dankeschön. Ihr Lieben, es dreht sich doch alles um die Liebe. Na gut, alles Gute.